Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Sekiro. Und ja, beim letzten Mal sind wir an diesem Reiter gescheitert und den gehen wir jetzt nochmal an. Das heißt, wir fangen wieder direkt hier an, wo wir das letzte Mal gespeichert haben und ja, gehen hoch, ne? So, okay. Alle sind wieder da, obwohl, warte mal. Alle wirklich wieder da? Ne, der unten, der Typ ist nicht mehr da. Das heißt, wir könnten auch einfach vorbeirennen, oder? Ohne dass die uns hier irgendwie... Wir müssen ja eigentlich nur da hoch. So, das müsste auch reichen, oder? So, und wir haben rechnen hier. Okay. Wir gehen jetzt hoch. Und da hinten ist der Reiter. Gut, testen wir mal, ob wir da weiterkommen. Der rennt ja da hinten raus, das heißt, vielleicht können wir ihn so ein bisschen abfangen, wenn wir da direkt hinrennen. Ich glaube zwar nicht. Jetzt trotzdem mal. Na, da kommt er schon. Ist Yogu Masataka Oniwa. Das ist ein Ende. Okay. Ja, 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 ja. Oh! Oh, das war ärgerlich. Verdammte Axt! Ist ein bisschen härter, der Typ, ne? Okay, ich muss ein bisschen aus dem Stand rauskommen. Ach, hat er da Angst. Hat er uns erwischt? Oh, du bist noch auf den Beinen. Ich schlage so oft zu, wie es nötig ist. Okay, einmal erwischt, aber wir haben fast gar kein Leben mehr. Den Kopf dieses Gyoku bekommst du nicht! Ah, Mist. Oh! Okay. Gut! Der ist schon ein bisschen härter als gedacht.
Gut, dann wollen wir nochmal rangehen da. Obwohl wir ihn ja einmal schon ein bisschen, einmal haben wir ja so ein bisschen down bekommen. Aber, ja, der ist schon nicht ohne. Wahrscheinlich sagen alle anderen, wie lächerlich, das ist halt billig. Aber ich finde schon... Mal, ob wir den jetzt kriegen. Der ist schon nicht ohne, das gebe ich zu. Haben wir noch irgendwas dabei da? Nee. Das können wir nochmal nehmen. Leckeres Konfekt. Asche brauchen wir, glaube ich, gar nicht ins Gesicht werfen. Das interessiert ihn nicht mal ein bisschen. Aber Blockenangriff, Blockenangriff, das ist doch schon eine ganz gute. Mein Name ist Yoko Masataka Oniwa. Ah, Mist, schon wieder. Oh, das war gut. Ach, Mist. Junge, du bekommst den Schaden eines Mannes zu spüren. Der an der Schaden der Maschine fehlt, der bei dir das Land übernahm. Oh, nee. Da hat er mich unten erwischt, der Assi. Oh, der ist schon ein bisschen nervig.
Okay. Lass mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Mein Name ist Yoku Masataka Oniwa. Ach Mann. Das war ganz gut. Oh nein! Nein! Mann. Nein. Oh, komm schon. Oh, backe. Aber wir haben ihn nicht mehr, wir haben noch ein bisschen, wir schaffen es doch noch, mal gucken. Oh, verdammt. Oh, komm schon. Ja! Boom. Gut, haben wir den Bastard. Erinnerung, Yubo Niwa, eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfes weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich die Erinnerung beim Besuch einer Figur des Bildes erstellt. Mechanischer Lauf, ein mechanischer Metalllauf, mit dem Bildhauer Prothesenmodul Verbesserung fertigen kann. Sitzt scheinbar perfekt im Handgelenk der Shinobi-Prothese. Ein verstärkter Kern macht Shinobi-Fangzähne noch schärfer. Prothesenmodule verbessern. Ah, machen wir. Du hast einen starken Gegner besiegt, gegen du jetzt erneut in deiner Erinnerung antreten kannst. Reflexion der Kraft kann über das Figur des Bildhauers-Menü ausgewählt werden.
So, das Tor bleibt geschlossen. Jetzt kann ich es aufmachen, das scheiß Tor, oder? Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, ob wir hier hingehen. Aber ich glaube, wir besuchen mal den Typen. Die Option Angriffskraft verbessern wurde in Figur des Bildhauses freigeschaltet. Du kannst dich jetzt Kampfänderungen stellen, um deine Angriffskraft zu steigern. Dadurch fügen deine Angriffsvitalität und Haltung mehr Schaden zu. Theorie, hier kannst du kämpfen, okay. Okay. Die Angriffskraft wurde erhöht. Sehr gut. Okay. Gut, wir reisen trotzdem mal kurz zu unserem Tempel und gucken mal, ob wir da irgendwas Neues bekommen. So. Haben wir irgendwas hier gefunden eigentlich nochmal? Ich muss so kurz mit dir reden, ich weiß nicht mehr. Ich sah euch und Kurosama in einer Vision. Vision? Ja. Wo befindet sich Kurosama im Moment? Er wird in der Nähe der Ashina-Burg gefangen gehalten. Leider ist das Tor zur Burg verschlossen. Ich verstehe. Gut. Wie ich sehe, hast du etwas Interessantes gefunden. Einen mechanischen Lauf. Das ist ein Mechanismus, der die Prothese in ihrem Kern verbessert. Gib ihn mir. Ich bringe ihn für dich an. Welchen Unterschied macht der Lauf? Mit einem so vielseitigen Sockel kann ich verschiedene Hilfsmaterialien einsetzen, um deinen Fangzahn noch weiter zu verbessern. Hilfsmaterialien? Hilfsmaterialien sind Stoffe, die zusammen mit dem Lauf verwendet werden können. Etwa Schießpulver und Schrott. Also ja, wenn okay. Du so etwas findest, bring es mir. Mach ich glatt. Gut. Sehr gut, sehr gut. Gut, wir gehen zurück zur Stelle. Wir reisen. Also, warte mal gucken. Was hatten wir denn jetzt hier gemacht? Das Burgtor. Da wollen wir mal hin. Ich will mal durch das Burgtor durch. Mal sehen, was dahinter uns erwartet. Entfernte Greifhakenziele. Ja, das habe ich schon gesehen, auf sie zuspringen. Gut. Alter. Das ist nicht gerade so cool gemacht. Gib ich zu. Da kann ich hier irgendwas einsammeln. Wo überall Gegner sind. Gehen? So viel einfacher, oder? Oh. Hi, Devitzka. Kriegen wir was? Okay, es waren ein paar mehr Gegner als erwartet. Wollte ich jetzt eigentlich nicht so machen. Nein! Oh,
zu leichtsinnig von mir, das gebe ich zu. Mann, wie dumm ich war. Okay. Das war natürlich nicht so geplant, also nicht mal ansatzweise. Was ist denn hier längs? Ein Geheimweg? Irgendwas bummst doch da ganz laut auf dem Boden. Vielleicht der Geldbeutel, okay. Was hämmert denn da so sehr? Ah, der Affe da unten, okay. Kann ich ihn von hier oben killen? Noch so ein Affe da unten. Okay, müssen wir schon aufpassen, dass wir den auch irgendwie bekommen, wenn die uns nicht mehr sehen vielleicht. Den einen haben wir geschafft, aber der andere, der sitzt ein bisschen für die Steine auf mich. Affen. Komm, lasst eure Neugierigkeit mal gehen. Ich trinke nochmal was. So, er will uns nicht mehr. Der ist da unten noch ein bisschen zugange. Also dieses Gebüsch wandern hier unten und ein bisschen langsamer auf die zugehen. Okay, jetzt will noch der Dicke und das andere, der andere Typ. Okay, hier, den können wir doch auch noch mal killen, vielleicht von hinten. Das gefällt ihm, glaube ich, gar nicht da. Wir warten kurz hier. Natürlich entdeckt er die Leiche. Was macht er jetzt? Hm? Eine Leiche? Was tue ich? Ich gucke noch ein bisschen grimmig. Wenn ich denn keinen sehe, dann ist nichts passiert hier. Ist ja schon so ein bisschen dämlich eigentlich, ne? Muss man sagen. Okay, da sind zwei. Was sagen die denn? Sollen wir das Ding wirklich im Kampf einsetzen? Ich weiß, aber welche Wahl bleibt uns schon? Verzweifelte Situationen, verzweifelte Maßnahmen. Wir dürfen uns nicht darum scheren, was andere denken. Ja, aber... Ach, reiß dich zusammen, Soldat. Wenn du weiter so redest, stellen sie dich zu ihm ab. Und wenn er wütend ist, macht er keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Okay. Ich wollte mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, ob ich jetzt hier irgendwas übersehen hätte. Ah, guck mal hier. Eisenschrott, das können wir, Materialien, die wir ihn auf jeden Fall bringen können. Genau was. Handvollasche, okay. Habe ich noch nicht so viel eingesetzt im Kampf, gebe ich zu. Weiß ich auch nicht, ob ich es unbedingt brauche. Nichts. Waren wir jetzt hier oben drin eigentlich? Ja, waren wir, ne? Genau, da ist eingefallen. Okay. Hier sind ein paar Leute drin. Kann ich da irgendwie rankommen oben?
Wahrscheinlich. Ich weiß leider nicht, wie viele da drin sind. Was ist das denn für ein fieser Bulle? Haha! Okay, der ist richtig fies. Oh, gut. Okay, wir sind auf jeden Fall weitergekommen und wir wissen, das ist der nächste Gegner, den wir besiegen müssen. Ja. Aber gut zu wissen. So, Schienenumland. Wir bleiben direkt hier. Stoppen aber für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, dass ihr mal hier auf die Bimse drückt hier. Liken und so, abonnieren. Und dann schnacken wir beim nächsten Mal wieder. Oder sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss.